So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ich glaube, es ist scheiße dunkel, oder? Es geht, man sieht nicht. Man sieht nicht. So, ja Leute, nicht wundern, das wird, glaube ich, ein sehr durcheinander sein Video. Durcheinander sein Video. Weil ich schon sehr durcheinander bin. Nee, ich bin nicht durcheinander, aber ich bin einfach ein bisschen müde und so, deswegen. Auf jeden Fall, Ankündigungsvideo, T-Shirt-Shop ist jetzt endlich online, ne? Beziehungsweise nicht nur T-Shirts, gibt auch Tassen und Pullover und Kissen und auch was für die Ladies gibt's auch und sogar, und das hat mich am meisten gefreut. Stimme ist auch schon ein bisschen kaputt. Es gibt sogar ein Mauspad, da habe ich mich riesig gefreut, weil ich wusste gar nicht, dass sie das im Repertoire haben. Und das ist ja vor allem mit meiner Maus, die ich selber gemalt habe. Ne? Ich habe ja irgendwie Stunden dafür gebraucht. Jeder normale Mensch braucht, glaube ich, 5 Minuten. Ich habe irgendwie, weiß nicht, 7-8 Stunden probiert, da der Maus zu malen oder so. Aber gut, das ist ja auch eine Mauspad drauf. Das ist ja auch cool. Das ist ja cool. So, ist auf jeden Fall jetzt fertig. Link zu dem Shop ist in der Videobeschreibung, jetzt unter diesem Video hier direkt. Beziehungsweise kommt ja auch über meinen Banner, YouTube-Banner, ne, auf meiner Kanalseite, habe ich ja so ein T-Shirt gemalt. Das T-Shirt habe ich da aufgehangen. Hier, da. Da steht mein Shop und dann geht er so ein Pfeil runter direkt zu diesem Link da, mein Shop. Und da kommt ihr dann direkt hier hin. Ja. Könnt auch hier zur Motivauswahl machen, das ist ein bisschen geordneter. Da seht ihr halt wirklich alle Motive in der Übersicht und wenn ihr dann draufklickt, seht ihr dann die ganzen Produkte, die es dazu gibt. So, und dann gibt es aber jetzt noch ein paar Punkte, die ich jetzt noch erzählen wollte. Deswegen auf jeden Fall noch dranbleiben. Damit haben sowieso schon wieder jetzt alle weggeklickt. Wenn du noch da bist, dann schreib mal bitte. Ich wollte jetzt schon wieder. Schreib mal Palmbaumblattgewebe rein. Ja, fällt gerade nichts Besseres ein. Aber wie ihr seht schon, Palmbaumblatt hat es auch reingeschafft, ne? Was ich sehr, sehr cool finde. So, also ich bin ja ein bisschen stolz, muss ich sagen. Weil, wenn man es selber malt und das dann irgendwo drauf ist, ist irgendwie schön. So, was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Ossel und ich, ne? Ossel hat ja die ganzen Gesichter gemalt. Beziehungsweise hat ja das Gesicht gemalt und wir haben dann Zusammenarbeit, haben wir dann das immer noch ein bisschen umjustiert und positioniert und so weiter. Wir verstehen uns super gut und wollen auf jeden Fall weiterhin da zusammenarbeiten und haben jetzt den Plan, dass wir wirklich so einmal alle, sagen wir mal, 2 Monate mit euch zusammen ein neues Motiv anfertigen für T-Shirts, für Tassen, whatever. Und ihr könnt da wirklich dann auch gut mitmachen, weil wir haben jetzt den Plan, dass wir uns irgendwie mehrere Motive überlegen, vielleicht erstmal so 2 Stück oder so, die sich umsetzen lassen. Ihr könnt auch gerne Motivideen Kommentare schreiben, wäre auch cool. Und dann würden wir euch voten lassen, welches Motiv wir umsetzen sollen und würden das dann live auf Twitch zeichnen. Beziehungsweise er würde es zeichnen. Ich würde zugucken über TeamViewer auf seinen Desktop. Wir würden Konferenz haben und ich sehe, was er macht sozusagen. Und würde das währenddessen live streamen. Und ich würde meinen Senf dazu abgeben. Ihr würdet euren Senf dazu abgeben und Ossel malt. So. Kann man nur hoffen, dass Ossel kein Ketchup-Fan ist. So, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist irgendwie wird das heute nicht so gut. Alter Schwede. Kommt ja hier der Birner nach dem anderen. So gut und ich bin ey, ohne Scheiße. Es regt mich total auf, dass die Stimme irgendwie heute nicht so hinhaut. Aber so ist das. So, nein Leute, weil irgendwie lese ich das in letzter Zeit häufiger. Ich bin nicht bekifft oder so. Ich bin einfach nur müde. Darauf will ich jetzt mal hinweisen. Und ich bin sowieso immer sehr durcheinander. Ein durcheinanderer Mensch. Also, nee. Also irgendwas ist heute, aber ist egal, ich will das Video jetzt fertig bekommen. Also, dann gab es noch einen Punkt, den ich erzählen wollte. Genau, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Bei den schwarzen Untergrund ist es nämlich so, Get Shirts, ne, die drucken nicht schwarze Farbe auf schwarzen Untergrund. Und deswegen ist es bei schwarz so, aber wirklich nur bei schwarzen Textilien, dass sie da immer so eine kleine weiße Umrandung lassen, ne, damit das Schwarz von dem Textil sozusagen das Schwarz von dem Logo ist. Ja. Sieht auch ganz cool aus. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ihr euch da nicht wundert, dass dann da wäre halt hier so eine weiße Umrandung nochmal rings. Das machen die aber sehr sauber und das sieht wirklich auch gut aus. Ich will nur nicht, dass ihr euch da wundert. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann bestellt euch den Spaß einfach in einer anderen Farbe. Ne. Also ihr habt gerade hier bei dem Beam-Logo, was ich echt doch cooler finde als erwartet, seht ihr schon, es gibt sehr viel Auswahl, sogar hier Kelly Queen. Also grün. Das ist irgendwie Kelly Family oder Bottle Queen. So, da gibt es so ein paar Farben, da muss man, also ich bin da jetzt nicht so Fan von diesem Moos, aber vielleicht gibt es ja jemanden, weiß ich nicht. Aber weiß zum Beispiel finde ich auch sehr, sehr cool.
Also das T-Shirt hier, das werde ich mir auch nochmal bestellen. Und wenn jemand von euch was da holen sollte irgendwie, es tut mir echt leid, aber Stimme. Lass es eine Tasse sein, lass es ein T-Shirt sein, lass es ein Pullover sein oder so, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn er mir auf meiner Facebook-Seite eine private Nachricht schreibt mit einem Foto. Ne? Idealerweise natürlich, wenn es ein T-Shirt ist, wenn er es irgendwie anhat und sich selber fotografiert, gerne auch mit Gesicht, das darf derjenige dann selber entscheiden, ob er mir sein Gesicht zeigen möchte. Und nee, weil mich das einfach interessiert, wie das dann aussieht, weil das sind jetzt 37 Artikel, ich werde mir davon jetzt auch noch ein paar Sachen bestellen, aber ich kann mir nicht alles holen, weil sonst ist meine Bude voll, so, ne. Und ich meine, da gibt es ja noch verschiedene Farbkombinationen, also es sind 37 Artikel, aber dann nochmal mal 10 oder so, weil es übelst viele Farben gibt, also deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch da was bestellt habt, dann wenn ihr mir da was schicken würdet, so ein Foto oder so mit dem Artikel und mit euch drauf oder mit dem Artikel, wie ihr wollt. So, das war der Punkt gewesen. Als nächstes noch ein Punkt. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich würde das gerne so machen jetzt, dass wir jeweils die Motive mit und ohne Logo anbieten. Ging leider nicht. Wir haben wirklich sehr viel hin und her geschrieben, Get Shirts und ich. Und das Problem ist, dass es dann so wäre, dass es einmal das Motiv mit Beam gäbe und, also einmal hier das Motiv, einmal mit Beam und dann nochmal ohne und auf Dauer, wenn man das immer wieder macht, wäre das halt ultra unübersichtlich dann über die Zeit und deswegen machen die das nicht. Also, ich kann das aber auch nachvollziehen und so und deswegen habe ich es jetzt einfach so gelöst, dass die Sachen, wo es ohne Logo besser passt, wie zum Beispiel dieses Gute Morgen auf eine Tasse und so, was es natürlich aber auch für T-Shirts gibt, genauso wie dieses Let's Sleep, was hier ursprünglich auch für ein Kissen gedacht war und so. Gibt es nämlich auch auf dem T-Shirt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Könnt ihr dann selber einfach mal gucken. Dass das ohne Logo ist und da, wo ich es cool fand, weil die meisten haben sich trotzdem für Logo entschieden. Ich hatte extra eine Umfrage gemacht. Wird es das auch ohne, nee, da wird es auch mit Logo dann sozusagen geben. Ne? Also das hier zum Beispiel mit Logo und so. Also es ging jetzt wirklich nicht anders. Ich habe da wirklich alles probiert und so, aber das, ich kann da die aber auch wirklich nachvollziehen, dass er da nicht tausend verschiedene Varianten von einem Motiv machen, weil sonst ist der Überblick, also Übersicht weg. Und deswegen kann ich das absolut verstehen, müssen wir so akzeptieren, Leute. Und ich habe das jetzt so, bin damit trotzdem noch sehr zufrieden, auch mit dieser Lösung. Gibt es ein paar mit und ein paar ohne Logo und ich finde das absolut okay. So, und das letzte gibt's auch fürs Shirt. Finde ich gut. Das ist auch für Frauen. Das ist für Frauen. So gut, Alter. Ey, Moment, ich muss so kleine, so Kunden-Leerstellen schlafen oder sowas. Ich muss dann wirklich irgendwann vielleicht ins Bett, aber es ist erst 18:40. Ich kann jetzt eigentlich noch nicht ins Bett gehen. So, irgendwas wollte ich noch erzählen. Das habe ich mit weißen Rändern, habe ich gesagt. Dann habe ich... Ach ja, was ich noch sagen wollte, das kann ich ja mal ganz kurz erwähnen. Ich bin ja immer, was das angeht, hier Provision und so weiter, immer sehr transparent. Ne? Also ich weiß, manche mögen das nicht, wenn YouTuber über Geld reden und so. Aber auch Leute, die neu YouTube machen und müssen irgendwie Rechnungen bezahlen und so weiter. Und natürlich bekomme ich auch Provisionen und das ist sogar ziemlich krass viel, wo ich selber überrascht war. Zum Beispiel, wenn ihr so ein T-Shirt bestellt, hier was 19,90 kostet, glaube ich, wenn ihr es bestellt, bekomme ich, glaube ich, 4 oder 5 Euro, die direkt an mich gehen. Was ein krasser Batzen Geld ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass man da so viel Provision bekommt. Jetzt bitte nichts bestellen deswegen, das wäre Bullshit. Ich will nur, es geht mir nur darum, wenn ihr hier was cool findet, Und das auch so holen würdet, wenn ihr was, weil euch das Motiv gefällt und so weiter. Und ihr bestellt das, dann könnt ihr auch im Hinterkopf haben, währenddessen habe jetzt auch ein Beam supported. Darum geht's und allgemein bin ich der Meinung, dass man sowas ja offen wirklich kommunizieren kann miteinander. Wenn ihr da was bestellt, bekomme ich davon auch was ab und ihr supportet mich damit sozusagen. Ne? Und das aber könnt ihr im Hinterkopf dann noch so mit drin haben. Aber wie gesagt, bitte echt natürlich nur was bestellen, wenn ihr es auch cool findet. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben damit. Oslo und ich und sehr viel Zeit investiert und sind auch sehr zufrieden jetzt damit und ich hoffe ja, dass es den einen oder anderen gibt, der da was findet, was ihm gefallen könnte. So gut, ich glaube, jetzt habe ich ja wirklich alles abgehakt, was ich erzählen wollte. Das Video geht irgendwie auch schon 9 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass ich da 9 Minuten über sowas reden kann. So, aber wie ihr mir schon merkt, Leute, ich muss dann wirklich wahrscheinlich dann einfach mal ins Bett gehen. Ich habe letzte Nacht einfach zu wenig geschlafen, bin so ein bisschen schlaftrunken, kann man das vielleicht nennen. Und dadurch, dass ich ja so schon mal extrem verplanter Typ bin, summiert sich das dann übelst noch nach oben und dann kann ich nicht mehr klar reden und dann ist alles durcheinander. Aber ich hoffe, es hat ausgereicht, um euch die wichtigen Sachen, die ich euch vermitteln wollte, vermittelt habe. Und wie gesagt, gebt mir auch bitte Feedback, wie ihr das so findet und so. Natürlich kann ich es nicht jedem oder können also nicht das nicht jedem recht machen. Da wird es immer ein paar geben, die das jetzt, denen es nicht gefällt oder die es scheiße finden, was auch absolut okay ist.
Wir hoffen aber trotzdem, dass der ein oder andere da was findet, was er cool findet. So. Und wenn ihr Ideen habt, Motive und so, dann immer her damit, wie gesagt. Ne? Wir wollen auf jeden Fall noch mehr machen, auch mit euch zusammen, wie gesagt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde übrigens jetzt auch bald wieder ein bisschen aktiver streamen, ab kommender Woche. Ich hatte jetzt einfach echt viel zu tun gehabt in letzter Zeit. Im Laufe kommender Woche dürfte es wieder mehr werden und ab dann später dann richtig viel. Also ich will, Twitch wird jetzt auch richtig viel noch geben, weil es einfach super viel Spaß macht. Und genauso aber auch natürlich weiterhin YouTube. Das läuft ja sowieso jetzt gerade ganz gut. So mit den, also muss ich auch sagen, jetzt gerade GTA und City Skylines, ey, das es sind zwar nur zwei Projekte, die momentan laufen, aber die Projekte sind cool. Also das ist gerade wirklich eine riesen Freude, das mit zwei Projekten, aber die super Spaß machen. Also GTA, diese Haste-Missionen sind der Wahnsinn und City Skylines ist auch großartig. Und was ich so geil finde, das spiegelt sich tatsächlich auch in den Zuschauerzahlen dann wieder. Also so gut wirklich lange nicht mehr. Und es sind aber auch einfach zwei geile Projekte. Ne? Die machen es einem natürlich auch ein bisschen leichter, aber ich habe auch wirklich gerade meine helle Freude damit, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie gesagt, ne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Das war's vom Beam. Ja, ich soll vielleicht noch Aufnahme stoppen. Drücken. Tschüss.